Du siehst die auch noch. Das ist natürlich super doof. tja. Du triffst eh nichts von da. Sonst sieht die keiner. Dementsprechend werden alle gleich in Feldposten gehen. Was mache ich mit dir? Nach vorne zu gehen war jetzt scheinbar blöd, weil die Cyberdys sieht uns. Dementsprechend muss sie sich nicht mal bewegen. So. Feldposten. 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 Nichts. Ich komme garantiert nicht zu dir, Cyberdisk. Das kannst du sowas von vergessen. Aber sowas von. Wir warten noch eine Runde. Ich könnte Pech haben, dass die gleich beide gleichzeitig kommen und jeweils einen umnocken. Kann passieren, dann habe ich Pech. Mir fällt auch gerade ein, das Ding hier kann explodieren. Ich wüsste so gerne, was da hinten los ist, aber ich habe leider keine Gefechtsscanner. Du kannst nur einmal schießen, weißt du was, du darfst jetzt nachladen. Du gehst in Feldposten. Du, was mache ich mit euch? Du gehst auch in Feldposten. Du gehst in Feldposten, du gehst in Feldposten. Cyber, das geht weiter in Richtung links. Aber sie ist noch nicht da. Jetzt darfst du. Lass immer einen nachladen. Jetzt gehst du mal nachladen. Du gehst in Feldposten, du gehst in Feldposten, du gehst in Feldposten und du gehst auch in Feldposten. Die kommt gleich zu uns. Ich bin sehr sicher, dass die zu uns kommt. Sag ich doch. Aus dem Winkel wird sie aber wahrscheinlich niemanden treffen. Das andere Viech ist da auch noch. Jetzt wird's spannend. Sie sind beide auf der Seite. Das heißt, ich kann ihn nicht angreifen. Boah, diese Reichweite. Sehr schön. Greift keinen an. Bis zu 5 Schaden. Du siehst den auch. Du hast die höchste Trefferwahrscheinlichkeit. Du kannst den umcritten. Mach es. Mach wenigstens einmal was richtig. Ja, okay, 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 okay. Schon besser. 60% Trefferwahrscheinlichkeit. Du da hinten siehst natürlich wieder gar nichts. Du stehst echt schlechter. Moving to position. Mehrere Granaten sollten die im Idealfall nicht haben. Dead and gone. So. Ich glaube, wir haben erstmal Ruhe. Erstmal. Die stehen jetzt alle direkt nebeneinander. Das passt mir natürlich gar nicht. Ich möchte die volle Deckung haben, weil keiner von denen hält einen Treffer aus. Du hast keine Munition, kannst dich auch nicht mehr bewegen, aber das macht nichts. Das macht nichts. Du darfst jetzt, glaube ich, auch nachladen, weil wenn ich jetzt dich jetzt in Feldposten stelle, ja, du darfst nachladen.
und die bleiben einfach da stehen. Wenn ich wirklich das Pech habe, die Cyberdisk kommt an, schmeißt da irgendwie eine Granate rein oder sowas, dann habe ich halt Pech. Die soll sich mal blicken lassen. Feldposten, du darfst jetzt auch auf die Sniper wechseln wieder, das ist sehr schön. Feldposten, Feldposten. Ich bleibe noch diese Runde mal hier. Wenn sie sich wieder nicht blicken lässt, überlege ich mir, ob ich mich bewege. Das klingt nicht wie eine Cyberdisk. Das klingt überhaupt nicht wie eine Cyberdisk. Und das macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Kommst du nach vorne? Nö. Könnte sie hier hinstellen, aber hier ist nur halbe Deckung. Aktuell stehen sie alle in voller Deckung. Das ist super. Ich könnte nach vorne. Ich weiß nicht, wo die Cyberdisk ist. Wir gucken mal. Okay, dann könnte jetzt einer theoretisch dorthin. Das würde mir sehr gut passen. Sehr schön. Und du kannst dann nämlich hier hin. Das ist sehr schön. So, so und so. Und so. So, Cyberdisk, komm raus. Da ist er. Verfehlt. Er mit der Schrotflinte sieht die natürlich nicht, aber das ist nicht so dramatisch aus meiner Sicht. Es wäre schön, wenn ihr die treffen würdet. Ja. Und der nächste, bitte. Ja. Noch jemand? Was tust du? Du tötest sie nicht. Du tötest sie nicht. Nein, du hast sie nicht getötet. Aber ich habe so die Befürchtung, dass das Ding explodieren könnte. Man kann sich jetzt da reinstellen. Aha. Okay. Okay, okay, okay. Du siehst sie. Du siehst sie nicht. Ja, das ist genau falsch. 55% Trefferchance, 55% Crit-Chance. Mhm. Könnten wir die Cyberdisk töten? Wenn ich hier hingehe, ist das Teil flankiert. Ich könnte dahin. Du siehst nichts. Jetzt wird mal ein bisschen aggressiver gespielt. 49% Trefferchance? Warum? Warum ist das so wenig? Hat den ja irgendwer? Nee, wir haben nur eine Granate. Die hat er. Du siehst das Ding aber auch. Oh, 37% Trefferchance. Warum so wenig? Auf jeden Fall muss ich jetzt hier irgendwie wegbewegen. Wir kriegen die Cyberdisk in dieser Runde nicht tot. Aber sie muss schießen. Bitte triff, es wäre wunderschön. Du stehst in voller Deckung, wo du jetzt bist, von daher mach es. 5 Schaden. Leider kein Crit. Ich möchte ungern meine Sniper in Gefahr bringen. Da, wo sie jetzt sind, sind sie eigentlich recht gut aufgehoben. Sie haben beide volle Deckung, aber... Wir treffen nichts wirklich. ...37% Trefferchance. Kommst du mit der Granate daran? Nope. Gerade eben nicht. Allerdings, wenn sie jetzt hier hingeht... Ja genau, sie sieht die Cyberdisk. 55% Trefferchance. Wenn du die triffst, wäre das toll. Tust du allerdings nicht. Ich möchte mit ihm erstmal noch nicht nach vorne. Unwahrscheinlich.
Aber man kann es probieren. So, jetzt haben wir ein Problem. Du wirst das Ding wahrscheinlich nicht zerstören. Nein, kannst du gar nicht. Kannst es gar nicht zerstören. Gehen wir hier hin? Hinter die Toiletten? Oder hier hin? Da ist volle Deckung. Hinter die volle Deckung wäre gar nicht mal so schlecht. Aber wer weiß, wo die Cyberdisk denn hingeht. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie uns so nah kommen wird, dass sie sich in der nächsten Runde flankieren lässt. Deswegen. Hier hin. Du siehst die sogar. Dann komm mal her hier. Verfehlst die trotzdem. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt sind die Karten nochmal neu gemischt. Hat verfehlt. 49% Trefferchance. Du hast keine Möglichkeit mehr wirklich anzugreifen, aber du kannst nach vorne die Granate schmeißen. So, dann würde ich mal sagen, unsere Sniper dürfen als erstes. 55% Trefferchance, 55% Crit-Wahrscheinlichkeit. Das Ding ist definitiv weg, wenn diese Runde zu Ende ist. Da bin ich fest von überzeugt gerade. Wenn einer wenigstens trifft. Ja. So. Jetzt ist es definitiv gleich weg in der nächsten Runde. Wieso bist du nicht flankiert? Du hast da durchgeschossen. Wie kannst du das verfehlen? Ist das dein Ernst? Komm schon, du haust es jetzt aber weg, oder? Ich habe so das Gefühl, dass die Granate gar nicht da rankommt. Nein. Nein, die Granate kommt da nicht ran. Doch, doch, doch. Aber dann würde ich ihn mittreffen. Aber es wäre weg. Ich habe es gerade gesehen. Es geht. Ich würde ihn mitverletzen. Oder sie. Oder beide. Oh, das ist doch mies. Es tut mir gerade ein bisschen leid, aber ich muss das machen. Zu deinem eigenen Wohl muss ich dich jetzt mit einer Granate angreifen. Ich muss gerade nur irgendwie den richtigen Platz finden. Hier hinten irgendwie. So. Das trifft niemals. Das kannst du nicht erzählen. Wir drehen mal kurz die Kamera. So. Vielleicht sehen wir es doch in hier ja besser. Angeblich trifft das, aber ich zweifle da ehrlich gesagt so ein kleines bisschen dran. Angeblich soll das treffen. Dann kann ich es irgendwie so schmeißen, dass... Ja, glaube ich, mach das so. Entweder es geht jetzt alles den Bach runter und sie verfällt in Panik und das Ding lebt hinterher noch, oder wir haben es geschafft. Ja, ich weiß, Verbündete im Zielbereich. Das war's nicht? Es ist nicht Schluss. Oh, Spiel, was hast du da noch auf Lager? Muss da oben hin. Muss hier oben hin. Die zusätzliche Deckung ist so verführerisch. Okay. Wir haben unser neues Ziel gefunden. Wir sammeln uns da hinten. Irgendwie. Oh Gott. Wir sammeln uns da hinten. So viel dazu. Mutants.
Kommst du noch irgendwie? Ja, du kämst um die Ecke. Bleib da mal, das ist mir sonst zu heikel. Du musst eigentlich auch in Deckung. Hier so hin wäre cool. Weil dann sieht dich keiner. Du musst auch in Deckung. Hier so wäre cool, weil da sieht dich keiner. Dann können wir nächste Runde einfach in Ruhe schauen, wen wir wie abschießen. Oder auch nicht. Geh mal hier hin. Und lade nach. Ja, was mache ich mit dir jetzt? Hier wäre eigentlich super, aber du musst nachladen. Hier wäre auch nicht schlecht. Und da müsste sie hin. Natürlich, Mutants. Dann gucken wir, wie das läuft. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen darum. Oh, hallo, Mutant. Du stehst aber nicht im Feldposten. Erstaunlicherweise, du triffst ihn theoretisch. Wir haben aber keine explosiven Sachen mehr. Du hattest den doch auch gerade. Genau, du siehst den auch. 32% Trefferchance. So einer sind zwei. Das sind zwei. Das heißt, der andere guckt auch noch irgendwo rum. Geh mich hier hoch. Ja. Ja. Hier hätte ich Deckung. Ich muss jetzt was machen. Wenn ich jetzt nichts mache, kommt der Mutant an und sagt Hallöchen. Ich gucke einfach mal da hoch. Ich habe Sturmschutz. Ich kann wieder runter im Zweifelsfall. Du stehst natürlich im Feldposten. Er wird sowas auf. Da waren es nur noch vier. Ich überlege gerade, ob ich mich jetzt ein bisschen verlagere und einfach zu den Seiten gehe. Dass die jetzt hier hingeht, dann muss der Mutant zwangsweise zu uns kommen. Natürlich steht er da hinten im Feldposten. Das regt mich auf. Wenn du jetzt hier hingehst, kannst du zwar nur noch mit deiner Pistole schießen, aber ich glaube, es wäre die bessere Variante. So. Feldposten. Du könntest auf den schießen, würdest ihn aber höchstwahrscheinlich sowieso nicht treffen. Das heißt, du gehst jetzt hier hin? Ja. Und lädst nach, weil sonst sieht das schlecht aus. Dasselbe machst du auch. So. Jetzt bin ich gespannt. Hallöchen! Herr Mutant. Hast du eine schlechte Position ausgesucht? Hast du gemerkt, was? Ja, Überraschung. 57% Trefferchance, obwohl das Viech flankiert ist. Das ist so mies. Aber du musst das machen. Und da. Mega negativ. Okay, okay. Wir könnten hier hingehen. Oder wir gehen hier hin, sehen den von da und hoffen, dass sie jetzt trifft. Danke. Vielen, vielen Dank. Das war nötig. So, jetzt stellst du dich wieder in die Position, gehst in den Feldposten. Du gehst dorthin und darfst, glaube ich, nachladen sogar. Und dann ist der Einsatz gleich vorbei. Wir haben zwei Leute verloren, das ist ärgerlich. Nummer 2. Wer sieht den denn? Du siehst den.
33% Trefferchance. Wir versuchen es mal taktisch. Wir gehen ein Stück nach hinten. Dadurch sieht er uns nicht mehr. Jetzt wechseln wir auf die Pistole und bleiben an dieser Position stehen. Wobei, es könnte jetzt passieren, dass der uns von der Seite hier flankiert. Das können wir verhindern, indem wir selber dorthin gehen. Oh. Oh. Du stehst da und nicht da vorne. Irgendwas habe ich da falsch gesehen, scheinbar. Trefferchance 52%. Ich habe mich jetzt selber flankiert. Toll gemacht. Ja, das war jetzt selten dämlich. Dich hätten wir noch. Aber wenn du jetzt gleich in Feldposten gehst und schießt, habe ich ein Problem. Ich hätte das Viech töten können. Zumindest zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Ja. So wird aus dem taktischen Spielen ein, ich stelle mich irgendwo hin und werde gleich einen meiner Leute verlieren. Der Mutant wird außen rumgehen. Wird er nicht. Selbst wenn jetzt einen tötet, in der nächsten Runde ist er weg. Da bin ich gerade sehr, sehr sicher. Wow, du stellst dich jetzt direkt vor sie. Du stellst dich direkt davor. Hast nicht damit gerechnet, was? Hast da nicht mit gerechnet? Dass da auf einmal so viele Leute sind. Müssen nur aufpassen. Wie ist deine Trefferwahrscheinlichkeit? 45%. Das ist zu wenig. 55%. Er kann leider überhaupt nichts machen. Deswegen kriegen die anderen mal den Vortritt. Mach ihn weg. Commander, the operation was a success. Ich will nicht sagen sehr gut, aber akzeptabel. Leider auch direkt beim ersten Einsatz sind zwei gefallen. Beide Sturmsoldaten. Na gut. Und wir haben so viel jetzt hier. Mechtoidenkern. Das ist ein Mechtoid. Okay. Und wir haben vier Wissenschaftler. We will be in touch, Commander. Es wird gespannt. Ja, das vielleicht auch, aber es wird spannend. Wie sieht es in unserer Kaserne aus? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Wir sind eigentlich gut aufgestellt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen viel mehr. So, Mechtoidenkern bringt 10, aha. Ich überlege gerade, ob wir irgendwas verkaufen können, ob wir ein bisschen Geld kriegen. Ich hole noch ein paar weitere Leute. So. Ja, bin schon dabei. Und wir scannen nach Aktivitäten, weil mehr werde ich in dieser Folge wahrscheinlich nicht mehr machen. Commander, there's a priority one transmission coming in from the council. Ratseinsatz, Entschärfung. Dieser argentinische Friedhof soll laut unseren Meldungen von Außerirdischen wimmeln. Wir werten die Berichte noch aus, aber wenn die Aliens das Gelände als Aufmarschgebiet benutzen, müssen wir das so schnell wie möglich unterbinden. Belohnung 112 Credits, 4 Wissenschaftler und verringerte Panik. Auf jeden Fall machen wir das. Auf jeden Fall. Warum bin ich da jetzt rausgegangen? Ich hätte den Trupp da gleich zusammenstellen können.
Auf jeden Fall. So, wir hauen mal kurz alle wieder raus. Okay, wir haben ein paar neue Leute gekriegt, wovon die meisten Unterstützer sind. Und unsere Veteranen sind immer noch größtenteils verwundet. Allerdings, sie muss mit. Ganz klar. Unterstützereinheit muss mit. Dann brauchen wir aus meiner Sicht definitiv einen Scharfschützen. Wen hatten wir letztes Mal dabei? Kann ich gerade nicht sagen. Du kommst mit. Dann brauchen wir einen Heavy. Haben wir irgendeinen Heavy gerade, der oder die verwendet werden könnte? Im Einsatz zwar, nein. Sturmsoldaten brauchen wir auch. Dann darfst du auch mitkommen. Ja, hier, komm. Kommst du mit? Was möchte ich jetzt noch haben? Wir haben von jeder Klasse jetzt einen. Das wäre mir lieber, wenn ich von... Ja, zwei Sturmsoldaten wären eigentlich recht gut. Zwei Sturmsoldaten wären gut, zwei Sniper wären gut, zwei Unterstützer wären gut. Zwei Heavies? Weiß ich nicht. Bin unschlüssig gerade, wie man vielleicht merkt. Möchte noch einen Unterstützer haben. Einen Unterstützer und einen Scharfschützen möchte ich noch haben. Hier, komm, lass du mit. Du wirst auch noch gleich befördert. Und dann noch einen Scharfschützen. So. Erstmal du. Bauchgranate. Sehr schön. Welche Fähigkeiten hast du? Das muss ich mir jetzt auch nochmal genau angucken. Okay, du kriegst auf jeden Fall das Medikit mit. Das steht fest. Prima. Dann Laserpistole und das Lasergewehr. Gar keine Frage. Sturmsoldat kriegt definitiv nicht die Schrotflinte. Definitiv nicht das Sturmgewehr, sondern die Schrotflinte. Weil wir die anderen noch ausrüsten müssen. Allerdings kriegst du auch nicht das Ding, sondern ein Scope. Du bekommst das und das. Und jetzt sind wir eigentlich schon ausgerüstet. Wir sind ausgerüstet, glaube ich. Will ich einen Pulsbogen mitnehmen? Die Leute sind nicht viel besser ausgerüstet als beim letzten Mal. Dass du das Ding hast, ist nicht so sinnvoll. Nimm mal lieber das mit. Nimm mal eine Granate mit, ist mir lieber. Jetzt noch mal kurz überlegen. Lassen wir es so? Ich glaube, wir lassen es so. Ja, das ist unser Einsatzteam, außer ich entscheide mich noch um. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge XCOM Enemy Within oder bei diesen Folgen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder beim Ratseinsatz. Bis dann. Ciao, ciao.